Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabar Tor und zwar, um genau zu sein, hier unten rechts oder hier mittig rechts bei Talwacht. Und irgendwo hier müsste eine Quest sein, da. Beruhigt euch, das war der mittlere Teil. Das ist für mittlerer Teil. Shandy schreibt so schnell wie möglich. Aber immer noch haben diese Weber mehr zu sagen. Nach unzähligen Generationen ändern sie immer noch die Geschichte. Kennt ihr die Geschichte des Silvenars und der grünen Dame? Oder sollte ich sagen, eine der Geschichten? Gibt es viele Geschichten über sie? So viele Geschichten, wie es Silvenare gegeben hat. Sie reichen sicher bis zum ersten Bosmer zurück. Aber die Geschichte, die die Weber nun erzählen, ist völlig falsch. Sie muss zurück in ihre alte Form gebracht werden, bevor es zu spät ist. Was ist daran schlimm, wenn eine Geschichte falsch ist? Ihr seid noch nie hier gewesen, oder? Dies ist der Tempel der Geschichtenweber. Jener Bosmer, die mit ihren Erzählungen die Wirklichkeit schaffen. Lasst mich euch zu Elilor in Talwacht bringen. Vielleicht erkennt ihr dann, warum die Geschichte berichtigt werden muss. In Ordnung. Na dann mal los. Eure Hilfe ist sehr freundlich, obwohl ihr Talbachts Bedeutsamkeit nicht zu kennen scheint. Vielleicht kann Shandy es euch erklären. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Geschichten werden hier erzählt und durch irgendeine Magie werden sie real. Seltsame Leute. Seltsame Bräuche. Ich bin hergekommen, um durch die Geschichtenweber und ihre Leben inspiriert zu werden. Sie sind ein eigentümlicher Haufen. Wer sind die Geschichtenweber? Bosmer-Priester, gewissermaßen. Sie interpretieren den grünen Pakt und dienen den Bosmer oft als Diplomaten. Sie erzählen einander Geschichten als Gebete. Und seltsamerweise werden ihre Geschichten wahr. Was meint ihr mit, sie werden wahr? So echt wie ein Sommerbraten oder das Lied der Grillen. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob sie das sagen, was sie sehen, oder ob die Realität sich ihren Wünschen anpasst. Ein Geschichtenweber erzählte mir, wie durstig er war. Und plötzlich hatte er einen Krug Met in der Hand. Faszinierend. Was könnt ihr mir über diesen... Ja, das haben wir ja gerade schon gefragt. Geschichten werden hier erzählt und durch irgendeine Magie werden sie real. Viele unterschiedliche. Es ist sehr anstrengend, sie alle aufzuschreiben. Elilor spricht normalerweise nur vom Silvenar. Er war es, dem auffiel, dass ihre Geschichte sich verändert hatte. Der Silvenar? Als geistlicher Anführer der Bosmer symbolisiert er den grünen Pakt zwischen den Bosmer und Valenwald. Baumtane, Könige und Kriegsfürsten verbeugen sich vor ihm. Dennoch ist die Macht des Silvenars nicht greifbar. Seltsam, nicht wahr? Ah, ich bin schon ein bisschen länger hier. Okay, das ist jetzt schon wieder die gleiche Bosmer-Priester, Frage. Bosmer-Priester, gewissermaßen. Ihr habt vom Silvenar und der grünen Dame gehört, ja? Die Geschichtenweber erzählen die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens und führen die Bosmer so zu Wohlstand. So läuft es meistens. Aber etwas hat sich verändert. Und ich fürchte um das Volk der Bosmer, wenn es sich nicht wieder zurückändert. Nun gut, spricht mit Ailor. Die sollte irgendwo hier oben sein. Oder der, keine Ahnung. Ailor, oder? Auf jeden Fall ist es ein Er. Die Handreichung ist nutzlos. Sie besitzt nichts von der Magie, die sie einst hatte. Und das ist alles die Schuld von Weberin Indrasit. Was passiert mit dem Silvenar und der grünen Dame, wenn die Geschichte geändert wird? Wenn ihr mir sagt, was nicht stimmt, könnte ich vielleicht helfen. Wir erzählen die Geschichte des Silvenars und der grünen Dame. Von ihrer Vereinigung und ihrer Wiedervereinigung in jeder ihrer Inkarnationen. Weberin Indrasit beginnt und beendet unsere Geschichten, aber sie hat Dinge geändert. Jetzt ist die Geschichte düster und wild und wir haben nicht die Macht, um sie wieder gerade zu rücken.
Was müsste geschehen, um die Geschichte wieder gerade zu rücken? Nur Weberin Indrasit kann die Geschichte beginnen. Sobald sie erst einmal begonnen wurde, kann sie neu erzählt werden. Ihr könntet genau das sein, was diese Geschichte braucht. Eine frische Idee, die der alten Mischung hinzugefügt wird. Schaut euch die Handreichung an, um die Geschichte zu beginnen. Weberin Indrasit wird sich nicht widersetzen können. Nun gut, machen wir. Ihr möchtet gern die Geschichte vom Silvenar und der grünen Dame hören? Ich werde euch mehr erzählen. Kommt heran und erlebt meine Schöpfung. Optionale Schritte. Ich spreche mit beiden. Moment, das ist I dran. Optionale Schritte. Ich muss erstmal mit ihm sprechen. Ihr habt mit der Geschichte begonnen. Ich dachte, dass Weberin Indrasit inzwischen in ihrer eigenen Welt verloren wäre. Sie muss wollen, dass ihr diese Aufgabe übernehmt. Wo bin ich hier? Talwacht ist unsere Zuflucht. Unser Ort für Wort und Gesang. Wir beschützen die Handreichung. Ein Symbol aller Bosma. Wir erzählen Geschichten über unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Durch unsere Worte gedeihen die Bosma. Wie kann ich die Weberin Idrasit aufhalten? Sie hat euch in ihre Geschichte gelassen. Und ihr seid keine Weberin. Das bedeutet, dass ihr euch nicht an unsere Regeln halten müsst. Folgt mit ihr der Geschichte und stellt sie wieder richtig. Zu unser aller Wohl. Welche Rolle spiele ich dabei? Eine Geschichte, die so wichtig wie das Wohlergehen des Silvenars und der Grünen Dame ist, erzählen wir Weber gemeinsam. Doch Weberin Indrasit ist alleine losgegangen. Daher ist die Geschichte auch noch nicht stark genug. Sie könnte euch missbrauchen wollen, um ihre Macht zu mehren. Wo bin ich hier? Habe ich schon mal gefragt? Talwacht ist unsere Zuflucht. Unser Was Ort ist die Handreichung? Wenn der Silvenar und die Grüne Dame sich vereinigen, schaffen sie eine Verbindung zwischen den Bosma und Walenwald und verleihen der Handreichung so ihre Macht. Einige sagen, sie wurde vom ersten Silvenar gefertigt. Das erzählen auch unsere Geschichten und dadurch wird es wahr. Wie können Geschichten wahr werden? Wie kann der Regen vom Himmel fallen? Wie können Flüsse zum Meer fließen? Wir stellen die Gabe nicht in Frage. Wir akzeptieren sie, nehmen sie an und setzen sie hoffentlich weise zum Wohle unseres Volkes ein. Wer ist der Silvenar? Er oder sie ist die Inkarnation unserer Geschichte. Ein lebendes Symbol unserer Ergebenheit gegenüber Walenwald und die Stimme des Bosma-Volkes. Doch letzten Endes ist der Silvenar ein Bosma, dessen Titel von einem Silvenar an den nächsten weitergegeben wird. Hä? Ich hatte das in Erinnerung, dass der Silvenar immer ein Mann ist und halt sie ist immer eine Frau. Haben die es jetzt geändert? Shandi. Ihr habt mit der Geschichte... Boah. Ich drück auf Shandi. Weberin Indrasit hat euch in ihre Geschichte aufgenommen. Das bedeutet wohl, dass ihr die Geschichte mit ihr durch eure Taten und Worte erzählt. Wie aufregend. Woher weiß ich, was zu tun ist? Nun, der Silvenar und die grüne Dame müssen zusammen glücklich werden. Wie das geschieht, unterscheidet sich von Geschichte zu Geschichte. Also denke ich, dass ihr die Geschichte von Weberin Indrasit durchlaufen und sicherstellen müsst, dass sie auch tatsächlich glücklich miteinander werden. Alles andere wird sich schon von selbst klären. Nun gut. Und wer bist du? Der Silvenar. Der erste der wilden Kinder mit offenen Augen. Er allein kennt die Wege und Verlockungen Walenwalds. Welchen Nutzen hat die grüne Dame für ihn, frage ich euch. Eine Ablenkung. Mehr nicht. So spontan würde ich jetzt sagen, das hört sich danach an, als ob sie was von ihm will. Warum versucht ihr, die Geschichte der grünen Dame und des Silvenars zu ändern? Mir wurde die wahre Bestimmung der Bosma offenbart. Durch unseren unstillbaren Durst und unseren immerwährenden Hunger werden wir zur alles verschlingenden Bestie. Ohne die grüne Dame wird der Silvenar untergehen. Sie wird in die Wildnis zurückkehren und die Bosma werden ihr folgen. Oder auch nicht. Nach dem, was ich gehört habe, vereinigen der Silvenar und die grüne Dame sich am Ende immer. Sie dürfen nie vereint sein. Weder im Anfang
Noch im Jetzt, noch in der Zukunft. Die Geschichte wird sich dementsprechend ändern, sodass sie voneinander getrennt bleiben. So wie es immer hätte sein sollen. Ich werde euch das nicht tun lassen. Der Bluthund ruft die grüne Dame und sie wird antworten, den Silvenar wird es nicht mehr geben. Ich weiß, wo sie hingeht. Und wohin? Ich folge dir einfach mal. Geht ihr nach. Wenn ihr Teil der Geschichte seid, dürft ihr eintreten. Okay. Ich sag nur, ich folg dir mal und die bleibt stehen. Ulfhorn, der Bluthund, was machst du denn hier? Die Beute zeigt sich endlich dem Jäger. Ihr werdet mich nicht davon abhalten, meinen Preis zu beanspruchen. Wo ist Weberin Indrasev? Sie ist meine Marionette. Genau wie all die anderen Kreaturen in dieser Geschichte. Ihre Schwäche gestattete mir das Eindringen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr wisst nichts von den Geschichtenwebern und der Macht, über die sie verfügen. Ha, das stimmt nicht. Ich habe schon die Hauptstory gemacht. Wer seid ihr? Ihr mögt mich vielleicht unter meinem dädrischen Titel kennen, doch fürs Erste spiele ich die Rolle des Bluthunds. Ich treibe einen Keil zwischen den Silvenar und die Grüne Dame. Der Bluthund ist ein bequemer Sündenbock, den ich erfunden habe. Warum verändert ihr die Geschichte der Weber? Geschichte? Nein. Es ist eine Vision der Zukunft, nach meiner Laune geformt. Seid ihr noch so eine Kreatur, die mich quälen will? Ich habe genug von diesem Gewirr. Sprecht, Erscheinung! Ist das nicht der Silvenar, dem wir dann nachher geholfen hatten, dass sie sich vermählen können? Der Silvenar, wie seid ihr hier hereingekommen? Ich bin schon immer in dieser Geschichte gewesen. Ich bin der Silvenar, der unsterbliche Geist der Bosmer. Ich schütze und nähre das Herz unseres Volkes. Ihr habt eine meiner Inkarnationen getroffen, vermute ich. Wenn das wahr ist, dann würde ich euch gerne als meine Freundin erachten. Ich bin gekommen, um den Webern dabei zu helfen, diese Geschichte wieder gerade zu rücken. Ja, selbst ich habe die Veränderung gespürt. Die Geschichte versucht, mich zu vernichten. Das dürft ihr nicht zulassen. Ich werde meine Verbündeten herbeirufen, doch ich kann das nicht alleine tun. Werdet ihr helfen? Das werde ich. Sagt mir nur, was wir tun müssen. Ihr müsst meine Pflanzenverbündeten einsetzen, um mich zu verteidigen. Man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich spüre sie herannahen. Seid bereit. Oh, das kann nicht gut gehen. Feuer mit Feuer. Tigers Fluch aktivieren. Sie kommen. Gleich Kronkorn. Steht gegen gleich. Wählt mit Bedacht. Wolfskopf. Ach so! Gleich steht gegen gleich. Moment. Tiger. Ich sehe hier gar nichts. Moment. Das ist wieder der Tiger. Ich bin die so schön die ganze Zeit am Benutzen hier. Alter! Jetzt bitte gleiche. Warum der eigentlich für Feuer steht, weiß ich aber nicht. Ihr habt es geschafft, aber etwas zieht mich weg. Nein, bleib hier. Schwachmat. Ist hier nur irgendwas? Nee, es leuchtete nur so. Hä? Nee, ist nichts drin. Schade. Gerade in Ohren ist ja schon mal gerne was drin. Ich bin froh, dass ihr dieser Angelegenheit mit dem Bluthund ein Ende bereitet habt. Alle Bosmer stehen in eurer Schuld. Bis wie, das war schon? Verdammt sei alles, nichts bleibt. 1000 Seuchen für den, der dieses höllische Gerät erfunden hat. Ich diktiere diesem Pergament die Geschichte, aber nichts passiert. Was macht ihr da? Ich habe dieses Pergament von einem Händler in Belarata gekauft.
Er hat mir versprochen, meine Geschichten würden sich dauerhaft mit dem Pergament verbinden, wenn ich sie ihm erzähle. Verzeiht, das ist nicht euer Problem. Ich sorge dafür, dass es klappt. Ihr versucht also, eine Geschichte aufzuschreiben? Ich kann nicht schreiben. Ich bin ein Weber. Ich kann sprechen. Vergesst Pergament. Wir müssen die uralten Riten des Fleisches und des Blutes nutzen. Mit Reifzeckenblut und einer Scheibe vom Fleisch vom alten Stoßzahn kann die Geschichte sich selbst schreiben. Die werde ich jetzt wohl besorgen müssen, oder? Ich kann die Materialien für euch besorgen. Hinter den Höhlen findet ihr den Insektenhain. Wenn ihr dem Weg der Geschichte folgt, könnt ihr ihn nicht verfehlen. Wo genau kann ich die Dinge finden, die ihr braucht? Es gibt da eine Höhle. Einen Ort, wo Geschichten vom Anbeginn unserer Zeit zufälligerweise gleich neben Reifzecken existieren. In dieser Höhle liegt der alte Stoßzahn, das erste Mammut, das je durch Walenwald streifte. Perfekt konserviert, aber tot. Ich schneide also einfach eine Scheibe aus dem toten Mammut heraus? Es wird unter euren Händen auseinanderfallen. Mhm. Ein Messer braucht ihr nicht. Sagte ich perfekt konserviert? Mhm. Ich meinte damit nur, dass es nicht ranzig ist. Sein Alter merkt man ihm schon an. Alter Stoßzahn war schließlich das erste Mammut. Ich wollte gerade schon gesagt haben, ja. Wie viel Reifzeckenblut braucht ihr? Nicht viel. Nur genug, um eine Tinktur herzustellen. Ich werde nicht das Blut in Tinte verwandeln. Nein, nein, nicht wirklich. Wir werden ein uraltes Ritual durchführen, um eine Geschichte der Weber in Fleisch festzuhalten. Das war jetzt sehr präzise. Wie viel soll ich mitnehmen? Eine Fiole oder... Also sogar unter den Hexen gibt es Mengenangaben. Bin ich jetzt richtig rum? Hallo. Na, der Silvener wird von mir kontrolliert. Von mir allein. Das ist aber nicht der Silvener. Alter. Wer dringt hier ein? Zeigt euch! Wer seid ihr? Wo seid ihr hergekommen? Was mache ich hier? Wartet, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Ihr seid eine der drei Meerjungfrauen. Oder Evelie. Also, beides ist richtig. Ihr erinnert euch an nichts? Ja. Nein. Ich habe versucht, den Silvener in unserer Geschichte zu vernichten. Warum bei den zwei Monden sollte ich so etwas tun? Es lauert noch mehr in der Geschichte. Ich spüre es in mir. Wie es versucht, aus mir hervorzubrechen. Wie es versucht, mich wieder zu kontrollieren. Haltet durch. Ich bin hier, um zu helfen. Hört zu. Nehmt die Essenz des Silvenars. Behütet sie. Verwahrt sie sicher. Die grüne Dame muss sich mit dem Silvenar vereinigen, wie sie es immer tut. Findet die grüne Dame und rettet sie, so wie ihr den Silvenar gerettet habt. Der Bluthund ruft nach mir. Ich kann mich ihm nicht widersetzen. Nun gut, aber das Ding ist gerade zu mir geflogen. Ach, da rennt sie einfach davon. Na gut, ich komme mal mit. Aber die hat ja auch eine unheimlich geile Stimme, ne? Also muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Immer wenn ich die höre, freue ich mich. Hallöchen. Ihr folgt mir zu meinem Heim? Ich sollte eure Füße abbeißen und sehen, wie gut ihr rennen könnt. Der Bluthund ist mein Gefährte. Er hat mir die Wege der Wildnis gezeigt und wir herrschen zusammen über diesen Wald. Ich brauche nichts von euch. Mhm, die wirkt auch gar nicht beeinflusst. Kommt mit mir, ehe der Bluthund auch euch verdirbt. Ich bin die grüne Dame, die unsterbliche Verkörperung der Stärke der Bosma. Ich lasse mir von niemandem etwas befehlen. Der Bluthund hat mir die Geschichte erzählt und sie wühlt mich sehr auf. Wenn er Teil des Ganzen ist, dann bin ich es auch. Die Geschichte umfasst uns beide. Was ist mit dem Silvener? Ich kenne diesen Namen nicht. Dennoch spüre ich etwas, wenn ihr ihn aussprecht. Als ob all das hier nur ein Traum wäre. Nein, er sagte, dass es Verlockungen, Scharlatane und Lügner geben würde. Die Bestien werden sich um euch kümmern. Oder ich mich um die Bestien. Nun gut, dann... Dann schauen wir mal, dass wir den Stoßzahn kriegen. Fliegt das Ding jetzt auseinander? Doch nicht ganz.
Wir müssen irgendwie hier durch. Und dann hier hoch. Und da unten wäre jetzt eine neue Geschichte gewesen, glaube ich, oder? Bin ich jetzt hier richtig? Moment. Ach, jetzt geht mir doch nicht auf die Nerven. Lass mich hier doch mal eben was gucken. So, Moment. Also, erzählt die Geschichte der Dame neu, sammelt... Ach so, ich muss noch einmal Blut. Ach so. Oh, ihr seid die Falschen. Entschuldigung. Hab mich vertan. Das ist die Donnerkäfer, die wollen wir gar nicht. Was ist mit dir? Mit der Ranke? Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ach Mann. Komm, euch brauche ich doch nochmal. Brecht draußen vor der Höhle mit ihm. Rosa. Ist gar nicht da. Ja, ihr könnt das Schloss nicht öffnen. Genau, wo ist er denn? Hallo? Ranke? Och, jetzt sag mir nicht, das ist wieder verbuggt. Leute. Also, ich soll's hier. Ihr könnt das Schloss nicht öffnen. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier mit der Ranke ist, ob ich die dafür brauche, weil hier steht die nicht drin. Ich spreche, nicht die Ranke, doch Ranke. Freundin des Silvenas, die grüne Dame ging vorbei. Der Weg ist euch versperrt, also. Aber ich kann ihn für euch freimachen. Soll ich euch meine Hilfe gewähren? Wie werdet ihr den Weg freimachen? Die schrecklichen, bissigen Käfer sind nützlich. Ihre Eingeweide spritzen und brennen. Holt solche Innereien. Dann mache ich den Weg frei. Ich habe schon diese Innereien. Hallo? Ach so, die Käfer. Moment, die Käfer. Der hat doch gesagt, die Käfer, ne? Ja, ja, ja. Ich habe jetzt irgendwie die Dings da im Kopf. Hat die Freundin des Silvenas die ekligen Teile gefunden? Nur dann wird der Weg für unsere Freundin frei sein. Ich habe euch ihre Eingeweide gebracht. Schützt eure Augen. Wenn die Säure auf euch spritzt, müssen alle weinen. Seht, der Weg ist frei. Vielen Dank. Boah, wie lange dauert das? Was habt ihr? Das ist das, was ich manchmal nicht verstehe. Ich habe den hier gesetzt und dann direkt das hier gedrückt. Trotzdem hat der erst ganz andere Sachen gemacht. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wieder rausgehen, glaube ich, ne? Ah, da oben. Ihr habt ihn besiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich wäre. Es musste getan werden. Jetzt verstehe ich es. Seine Geschichte ist nicht meine. Die Inkarnation der grünen Dame muss euch kennenlernen. Ich werde euch meine Essenz anvertrauen. Beendet die Geschichte so, wie sie erzählt werden sollte. Das werde ich. Was, die grüne Dame benutzen? Was stand da gerade? Das seid jetzt ihr beide. Nee, du bist die Weberin? Ich habe in meinen Pflichten als Weberin versagt. Die Geschichte kommt zuerst, vor allen Emotionen, vor allem Mitleid. Ich habe den Bluthund bemitleidet, aber es war eine Falle. Und jetzt werden der Silvenar und die grüne Dame, wie vorgesehen, für immer vereint sein. Was nun? Ihr habt die Essenz sowohl der grünen Dame als auch des Silvenars geborgen. Übertragt diese Kraft auf die Handreichung und ihre Geschichte wird wieder von ihrer ewigen Vereinigung handeln. Die anderen Weber warten unten auf euch. Okay. Hört! Das ist wunderbar! Diese Rampe hinunter befindet sich die leere Kammer, in der unsere Geschichte von Haut zu Fleisch werden kann. Was war das mit dem Anlocken einer Geschichte? Worte sind nicht leicht zu fangen. Wir Bosmer zwingen keine Laute in Zeichen. Also lassen wir sie sich selbst schreiben.
Geht in die Kammer des großen Baums und schmiert das Blut auf die Häute, die dort hängen. Was soll das bringen? Das Blut wird die Geschichte aus den Tierhäuten lösen und in das Fleisch vom alten Stoßzahn einziehen lassen. Danach werden wir sie mit Feuer im Fleisch versiegeln. Ich verstehe nicht, wie das vonstatten gehen soll. Ich habe in der Kammer einen Zauber gewirkt. Das Blut erweckt die Worte, die man zu den Häuten spricht, und frischt sie auf. Sie werden sich mit dem nächsten Fleisch verbinden, das sie finden. Den Brocken, den ihr vom alten Stoßzahn geholt habt. Trefft mich an der Feuergrube am Fuß des Baums, sobald ihr fertig seid. Nun gut. Hier rum. Da unten ist eine Scherbe. So, hier ist noch was zu lesen. O gesegneter Weber. Mein Name ist Ulthorn und ich benötige eure Weisheit. Meine Geliebte hat mich verlassen. Mein Leben hat ohne sie keinen Sinn. Sie wollte mich nicht verlassen, aber sie sagte, es sei Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal. Wie kann es so etwas geben, wenn ein einziges Wort den Lauf einer Geschichte verändern kann? Ich habe unzählige Tage gebetet. Alles Mögliche habe ich erbeten. Dass ich vergessen kann, dass ich endlich sterben kann, dass ein Wunder geschieht. Jetzt bete ich zu euch. Sind Gwaering und ich verdammt dazu, getrennt zu sein? Ich würde alles geben, jeden Preis bezahlen, um wieder bei ihr zu sein. Ich würde 1000 Lebzeiten geben, um sie ein letztes Mal in den Armen halten zu dürfen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, das gehört zur Geschichte. Aber das tut's anscheinend nicht. Wo sind die Dinger denn jetzt? Aha. Die Tierhaut höher. Hä? War aber keine Tierhaut. Moment. Moment. Ja, jetzt auf einmal... Ach so, die hängen an den Wänden. Ja, wieso habe ich... Ach, weil ich zu nah dran war. Ich muss mir mal was weiter wegsetzen hier. Nein, du sollst jetzt nicht... Alter, nimm doch mal die Tierhaut. So, versiegelt die Worte in der Feuergrube. Die ist aber jetzt unten, ne? Okay. Ach, was man nicht in den Augen hat, muss man in den beiden haben. Also in diesem Fall jetzt. So. Ihr seht aus, als könnte ich was zu trinken vertragen. Nee. Wo ist das? Da. War aber nah dran, war auch ein Feuer. Ein Buch! Wir haben ein Buch geschrieben! Jetzt kann der Barde die Geschichte singen. Bringt das Buch zu der Khajiit? Hab ich das Buch jetzt? Hä? Hä? Ich bin sicher, wenn die Geschichten von Shandi wahr würden, wäre ich auch ein wenig seltsam. Farandor hat mich gebeten, euch das hier zu geben. Gegrilltes Fleisch? Riecht nach einer Waldelfendelikatesse. Ist das Mittagessen? Seltsame Zeichen sind darin eingebrannt. Moment, sieh das. Hat er ihre Geschichte etwa auf einen Fleischklumpen geschrieben? Ja, so scheint es. Ungewöhnlich, aber nicht unbrauchbar. Shandi sorgt dafür, dass es weniger essbar, aber dafür umso lesbarer wird. Vielen Dank für euer Geschenk. Ich bin sicher, wenn die Geschichten von Shandi wahr würden, wäre ich auch ein wenig seltsam. Ja, erfüllt die Handreichung. Das ist schön. Und mit der Weber. Verdammt. Gerne, gerne. Ihr habt es geschafft. Die unsterbliche Geschichte des Silvenars und der grünen Dame wurde wieder richtiggestellt. Aber sagt mir, wer hat Indrasit überhaupt verdorben? Habt ihr es herausgefunden? Jemand, der Bluthund genannt wird. Aber er wird euch keinen Ärger mehr machen. Ich habe diesen Namen schon gehört, glaube ich. Aber er verblasst, wenn ich mich daran zu erinnern versuche. Wie ein böser Traum.
Aber wir sollten jetzt lieber keinen finsteren Gedanken nachhängen. Die Weber werden eure Geschichte voller Begeisterung singen. Eine Geschichte über gefährliche Abenteuer und unermesslichen Reichtum. Ja, und wir erhalten einen göttlichen Kopf vom Set Gewänder des Webers. Ich hoffe, ihr habt tiefe, spendable Taschen. Was? Leicht besoffen, der Kerl. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, damit war's das dann auch für die heutige Folge. Entschuldigt bitte, dass ständig irgendein Mist hier vom Server reingekommen ist. Aber ich musste heute noch schnell eine Aufnahme machen, bevor die Server mal wieder runtergefahren werden. Weil, wie sich ja in der Vergangenheit sehr oft gezeigt hat, wenn angegeben wird, dass die Server gegen 15 Uhr wieder online sind, kann es sein, dass sie schon um 14 Uhr online sind, aber es kann auch sein, dass sie erst abends um 8 Uhr oder später online sind. Und da ich die Folge für morgen brauche, musste ich das nochmal eben vor der Server-Runterfahrung machen. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wird jetzt erstmal die Folge hier beendet und ich weiß jetzt gar nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, wir bleiben noch hier ungefähr in der Ecke. Da ist, meine ich, noch eine andere Quest. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das irgendwas mit Nekromantie oder sowas zu tun? Ich bin mir nicht so sicher. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!